So, Freunde, ich bin wieder hier. Wieder da. Ja, also ich bin echt enttäuscht ein bisschen, dass das... ja, wie soll ich denn jetzt... ich bin etwas enttäuscht von dem... von dem Gamepad. Ich hatte es gestern wirklich komplett aufgeladen. Und, nehme jetzt auf und jetzt ist das Ding auf einmal schon wieder leer, also... gerade, also den größten Akku hat das Ding nicht, ne? Das ist so groß wie ein iPad, aber so wirklich so... nein, was ist denn? Aber den größten... aber den größten Akku hat das anscheinend wirklich nicht. Verstehe ich nicht. Wie soll der jetzt eigentlich hier durchkommen? Frage. Ich muss hier komplett hoch. So. Geschafft. Also eigentlich kannst du das Ding, das Wii U Gamepad dauerhaft am Ladekabel lassen. Das bringt nichts. Oder ich sag mal, der Akku hält vielleicht so eine Stunde, zwei Stunden. Zwei Stunden ungefähr. Finde ich schon ein bisschen schwach. Oh, endlich. Oh Gott, das war der reinste Katastrophen-Part. Oder der reinste Katastrophen-Dungeon. Das war alles wirklich extrem furchtbar gerade. In diesem Dungeon. Das ist ja irgendwie alles schief gelaufen. So, jetzt aber endlich geht's zum Boss. Endlich. Okay, das Zeichen ist Triforce. Und was jetzt? Oh, warte, ich habe böse Erinnerungen. An Twilight Princess. Nur unter Wasser. Meine Erinnerung. Items. Gib mir meine Items. Okay, gut, auf X ist der. Okay. Komm her. Das war's. Ja. Ja, oh, what the... Nein! Nein, Link! Link! Spuck mich aus, du! Nein!
Oh mein Gott, ich habe schon so viele Herzen verloren. In der kurzen Zeit. Schlechter Fall. Schlechter Erinnerung. Ich mochte den Bosskampf in Twilight Princess nie mit dem Enterhaken. Ich habe da auch wirklich sehr, sehr lang gebraucht, um den Boss zu besiegen. Wow! Das liegt mir einfach. Ich bin gleich tot. Ich bin am überlegen, ob ich mich jetzt killen lasse. Okay, ich muss jetzt hier erstmal Herzen sammeln. Ja, genau, damit ich es gleich wieder verlieren kann. Nee, das sind so. Das sind so Bosskämpfe, die. Ich hasse die. Ich komme damit nicht klar. Das ist mit dem. Mit diesem Enter. Ich habe diesen Bosskampf wirklich nie gemocht. Nie. Ich habe ihn gehasst. Das ist das Einzige in dem Spiel gewesen, das mir nie wirklich gelegen hat. So ein Bosskampf. Und ich glaube, den Game Over Screen hatte ich bei Twilight Princess damals genau da gesehen. Ich bin jetzt am Anfang. Am Anfang? Echt? Du bist so weit zurückgeworfen? Ich versuche jetzt mal nicht dabei zu reden.
Ich hab's ja gesagt, der Kampf ist einfach. Ich hab's ja gesagt, ich bin einfach nur echt talentfrei mit diesem... mit diesem Enterhaken. Weil das Problem, das ich habe, ist... Warum ich so viele Probleme eben habe, wenn ich jetzt so einen Bosskampf hab, nur mit dem Enterhaken. Ich drücke die Taste meistens zweimal. Warum ich das mache, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich denke, es bringt was. Das Problem beim Enterhaken ist aber, du drückst, er fährt ihn aus. Wenn du aber gleich nochmal drauf drückst, dann fährt er ihn wieder ein. Und das ist, ich mache diesen Fehler immer und immer und immer wieder. Ich werde daraus nicht schlauer. Ja, ich mache das unterbewusst, ich drücke einfach zweimal diese Taste. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber zweiter Versuch, alles gut gegangen. Das Masterschwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke, das Böse zu verbannen, wohnt ihm nun inne. Nunmehr ist es das wahre Schwert für einen Helden. Werter Freund Link, damit wäre die alte Stärke des Masterschwertes, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen, vollständig wiederhergestellt. Auch mein Vorfahre ist bestimmt darüber überaus erfreut. Ich verbleibe somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Du schreite bitte durch das Licht und kehre auf die Oberwelt zurück, werter Freund Link. Auch meine Gebete sind mit dir. Verstehe, dann ist die verwunschene Bastion also bereits... Oh Mann, was sagt man dazu? Ist ja verlassener hier als meine drei Cousins für ihren Frauen. Es ist so still geworden hier, man könnte sogar einen Kieselstein umfallen hören. Jungchen, Jungchen, du machst ja ein Gesicht wie 7 Tage rauer See... Verdammt, ich hab so früh weggedrückt. Die Monster sind weg. Wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen freust? Link, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seit jenem Zwischenfall bei dem Valo Gennen hat in Flammen aufgehen lassen, fehlt oberhalb des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das. Seine monströsen Schergen, die um Gennens Stützpunkt die verwunschene Bastion patrouillierten, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Link, finde alle Treeforce-Splitter und begib dich auf den schnellsten Weg nach Hyrule. Okay, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen die Treeforce-Splitter finden, sammeln. Ich will eine Sekunde jetzt meine Ruhe haben. Das war schon Katastrophenpart genug hier. Wir müssen jetzt die Treeforce-Splitter sammeln und danach müssen wir nach Hyrule. Und um die Treeforce-Splitter kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.